Oh nein, was sehe ich hier drüben? Zwei Safes. Okay, es kommen wirklich zwei Wächter hier. Und ich wette noch eine Schwester. So eine alte, durchgeknallte Schwester ist auch noch dabei. Alles klar, die Bombe hier zerstören wir. Moment, bevor wir hier drüben hingehen, gehen wir erstmal hier rum. Denn hier können wir noch Munition mitnehmen. Sogar direkt nochmal hier fürs Gewehr. So, wir laden durch. Habe ich eben gerade nicht durchgeladen? Ich hätte schwören können, ich habe durchgeladen. Shotgun. Da laden wir auch direkt durch. Und dann kommen wir hier wieder raus. Okay, okay, so funktioniert der Weg. Also, ich denke mal, es werden beide gleichzeitig kommen. Sonst wäre es ja zu einfach. Und wir könnten sie einfrieren und dann direkt mit der Sniper oder mit der Shotgun ein bisschen bearbeiten. Was haben wir hier drüben? Teile, die nehmen wir auch noch mit. Gut, legen wir los. Soweit ich weiß, sind die beiden sehr anfällig gegen die Sniper. Die erste Kugel sitzt. Zweite Kugel. Und wir kommen nicht hoch. Wir ziehen uns zurück und locken beide mal hier in den engen Gang. Na Mist, die teilen sich hier. Aber hier könnte ich doch sehr gut dicht machen. Komm schon, beide, beide, beide. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wow, und jetzt werde ich hier gegankt. Von der Gang. Alles klar, hier wieder hoch. Hier durch. Und nochmal hier die Sniper nehmen. Ist der andere noch hier drüben drin? Bitte nein, bitte nein, bitte nein. Nope, ich habe freie Bahn. Er brennt nicht. Oh, das ist doof. Das ist richtig, richtig doof. Schnell mal hier runter. Schnell mal nicht hier hoch. Hier hoch. Geh hoch. Will der hier entschärfen? Oh, Moment, Moment. Ich will den anderen nehmen. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Au, 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 au. Au, au, au. Au, 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 au. Nix gut, nix gut. Na, wie viel denn noch? Die beiden, die halten auch wirklich unverschämt viel aus. Und zack, hier wieder nach unten. Ist auf jeden Fall die beste Idee, diesen Weg hier zu nehmen. Okay, wir gehen mal hier hin. Au! Oh, was für ein mieses Tackling. Da freust du dich, was? Yes! Ich habe einen gekillt. Und wir haben Blut. Aber eine Schwester kommt nicht. Die Frage ist, wie gut der hier angeschlagen ist. Erledigt. Saubere Nummer. Hui, das war schon ziemlich anspruchsvoll. Jetzt erstmal hier die Belohnung mitnehmen. Schade, dass die Fallen nicht liegen geblieben sind. So hätte ich ganz viele Bolzen mitnehmen können. Ja, nochmal richtig gut Gel. Was haben wir hier drüben? Noch ein bisschen Shoddy-Munition. Da können wir noch einiges upgraden. Wenn wir hier nochmal so belohnt werden. Na, wo bin ich denn nun? Ruvik. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten.
Ein Labyrinth. Und damit bekommt der Begriff das innere Auge eine ganz andere Bedeutung, denn ich bin definitiv in seinem Gehirn. Und ich denke mal, wir müssen dem Licht hier ausweichen. Das sieht zumindest so aus. Und mit dieser genialen Kamera hier hat man natürlich eine sehr, sehr gute Übersicht, wie man gehen muss, wo der Kegel gerade sich befindet. Erstmal rein hier in die Suppe. Oh, 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 hier rum. Ganz enges Ding. Oh. Boah, hier wäre ich beinahe reingelaufen. In das Licht. Ich will gar nicht wissen, was dann passiert. Denn noch gerade komme ich sehr gut voran. Hier drüben sehe ich einen Schalter. Erstmal hier hin. Nette Inneneinrichtung. Ein sehr schön dekoriertes Gehirn hast du da. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und nochmal hier drüben hin. Und dann bin ich durch. Das ist gar nicht so schwierig. Ist doch eigentlich ziemlich locker hier. Ein Kontrollpunkt haben wir auch noch. Okay, was habe ich hier gemacht? Die Seite ist jetzt offen. Will ich das so? Möchte ich diesen Weg hier gehen? Das eine ist langsam, das eine ist schnell und springt hier so ein bisschen. Das eine ist so ein bisschen am Bouncen. Okay, okay, okay. Hier ist so eine Drahtseilfalle. Hier drüben ist noch eine Mine. Ui. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen mir den Weg freiräumen. Oh, das war ganz eng. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und wir rücken uns wieder zurück. Und ich denke mal, hier kommen wir durch. Und die Teile kommen drauf geschissen. Ich habe ja zwei hier noch mitgenommen. Ist nicht die Welt. Ich will mein Leben jetzt nicht riskieren für Blut. Wow, shit. Oh shit, oh shit, oh fuck. Hui. Das eben gerade ging gerade nochmal gut. Und ich bin wieder in dem Innenhof. Und natürlich, hier drüben ist der Stuhl. Das bedeutet, wir können upgraden. Das letzte Mal sich selber auf den Stuhl setzen. Ach, der ist weg. Oh nee, komm. Aber speichern geht. Speichern würde gehen. Jetzt habe ich mich so auf das Leveln gefreut. Und jetzt ist der verdammte Stuhl weg. Gehen wir jetzt eigentlich wieder an denselben Ort? Denn ich bin ja hier wieder im selben Fahrstuhl. Nein, diesmal kommen wir ganz nach oben. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Ja, geht mir genauso. Mit Aufzügen bin ich durch. In jedem Spiel. Sei es Dead Space, Alien Isolation oder The Evil Within. Da wären wir. Das kann nicht sein. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir.
Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige... Leslie, halt!